So, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Abend bei Treasure Dinger Tutorial TV. Schön, dass ihr mal wieder mit dabei seid und heute testen wir, oder beziehungsweise ich teste heute für euch den Detektor vom Fritz und das ist der Fischer F44. Da ist er. Den testen wir heute für euch. Ich habe wieder ein bisschen was aufgebaut. Ich habe ihn mal wieder auseinandergenommen. Ja, ich mache ihn danach wieder ganz kein Dingens. Wir schauen uns die Leitwerte einfach mal ein bisschen an. Dieselben Materialien wie bei den zwei vorhergegangenen Tests mit dem Q30 und mit dem Simplex. Wir lassen uns einfach überraschen. Wir sehen uns jetzt beim Kurzintro und dann bei Test the Fischer F44. Freunde, ja, herzlich willkommen zum Tutorial Fischer F44 Programm Jewelry Mode Sense ist auf 13 runtergeschraubt. Alle Programme, volle Möhre, offen, Eisen auch. Ich denke, man sieht was, rote Beleuchtung, sollte funktionieren. Die Standardspule ist hier drauf, die konzentrische, er macht keinen Mucks im Keller. Finde ich wirklich super, ich musste nichts dran rumspielen. Lautstärke habe ich ein bisschen reduziert, damit es euch nicht die Lautsprecher von den Boxen, wollte ich gerade sagen, von euren Schränken haut oder von der Wand haut. Und dann kann es prinzipiell schon losgehen. Cool, mit was fangen wir denn heute an? Heute fangen wir mal mit Alu an. Also mit schönem Alu. Wir fangen an mit der Nummer WK2. Na, wie das letzte Mal, links und rechts. Ich fange mit rechts diesmal an. Ja, einen coolen Sound der Fische, oder? Schon ein coolen Sound. Mhm. Sehr schön. Machen wir gleich weiter mit Alu. Wir nehmen einmal 500 und einmal 50. Bück dich, du Stück. 50, bück dich, du Stück, fang mal an. Unglaublich ruhig. Das ist total geil. Schick. Cool. Wenn wir gerade bei Münzen sind, hätte ich gesagt, machen wir vielleicht mit Münzen direkt weiter. Und zwar machen wir einmal die Nummer 2 D-Mark und 1 D-Mark. Ne? Gucken wir uns an. Mit 2. Fangen wir an. 35. Ja? Und die Mark müsste da auch sein. Super cool, super, super. Dann haben wir hier die 5 Pfennig aus dem Dritten Reich. Ne? Schauen wir uns an. Brutal, die Maschine ist so stabil. Zinki, zinki, abgerockt. Ja? Ja, mehr abgerockt geht fast gar nicht mehr. Ja? Dann machen wir weiter. Oh ja, jetzt kommt er. Ein Pfennig. Und es ist Deutschland. Da ist er. Ja, der Eisenton. Obwohl es ein Glückspfennig ist. Ne? Schon witzig. Glückspfennig und er wird ausgenullt. Schade eigentlich. Da kommt er. Ja, ab und zu kommt er. Dann machen wir mit dem Pfennig gleich weiter. Bei unserem liebsten Fundstück, und zwar dem Pfennig. Ne?
Weimar. Da ist er richtig rum. So. Na, alle hier im Dreier. Ne? Super cool. Da haben wir gleich zweimal Gold. Also, die Farbe macht's, ne? 20 Cent. Im direkten Vergleich dann 10 Reichspfennig. Ich fange mit 10 Reichspfennig an. Müsste ein gravierender Unterschied eigentlich sein. 45, glatt. Und jetzt Achtung. Ja, so graviert ist das gar nicht. Mhm. Schon schick. Doch, müssen wir mal gesagt, machen wir weiter. Na, das machen wir nachher. Das machen wir nach. Wir machen jetzt weiter. Weil rund ist gesucht und rund machen wir. Wir machen wieder WK2-Knopf. Dann haben wir hier den Trachten-Knopf und einmal Bronze Arsen. Bronze Arsen. Klingelt mit der 3, da seid ihr dabei mit 34. WK2. Sagt der Alu mit 6. Mhm. Und der Trachten-Knopf. Komm mit 4. Das wollen wir. Fein. Rund geht's weiter. Rund sind auch Ringe. Und die gucken wir uns auch wieder an. Ich weiß immer noch nicht, wie der Ring heißt. ich fange mit dem, den ich nicht weiß, wie er heißt, an. Gut. Ja, 44 ist der Fischer auch, ne? Ja, super. Das ist ja fast identisch. Cool. Dann machen wir weiter mit rund. Und zwar machen wir hier schön Fingerhut. Ich fange mit klein an, hier drüben. Okay. Dann Klingglöckchen. Ne? Klinglingeling. Bisschen Zeit haben wir noch. Oh, die Leitwerte. Die guten 3. Ja, wieder die Mumpeln. Gucken wir uns an. Ich fange mit der, die angedengelt ist, an. Das ist schon echt cool, ne? Ja, da brauchst du ja gar keine Sorgen machen. Das ist ja immer eine Mumpel dann, ne? Abgefahren. Keine Schwanken drin. Dann machen wir mit Blei gleich weiter, mit der Bleiplombe, ne? Sieht dann so aus. Okay. Blei weiter. Ein Wirtel de Spindel, ne? Ein Spinnwirtel quasi, also ein Spindelgewicht. Mhm. Ah, hier Zinnfigur, der 30-jähriger Krieg. Immer noch ohne Kopf. Gut. Dann kommt er wieder. Das Küken dreht sich schön. Und mal gucken, wie sich's über der Spule verhält und dreht. Sauber. Okay. Die waren jetzt bisher alle im 40er. Ja. Dann haben wir noch einen feinen Koppelhaken. Die gucken wir uns auch natürlich nochmal an. Was der da jetzt sagt. Je nachdem, wie ich ihn halt drehe. Ne? Mhm.
zwischendurch machen wir mal wieder ein Päuschen und gucken uns. Ja, das findet man halt einfach zwischendurch, ne? So Deckel. Und scheiße war es wieder. Da hast du dich gerade dran gewöhnt und dann. Ah. Du gräbst den einfach, das ist so. Gut, dann machen wir weiter mit den Schnallen. Mit den drei Schnallen, die ihr hoffentlich schon kennt. Ja, das waren diese hier. Ich fange an mit rechts außen. Schnalle mit Dorn. Oh. Mhm. Und die Doppel-D. Krass, oder? Die waren jetzt alle unterschiedlich. Na gut, 34, die. Ah, bis auf die mit Dorn. Ton ist gleich, aber Leitwert. Tricky, tricky. So, dann machen wir die Fraktion. Ja, die heiligen Anhänger machen wir jetzt wieder durch. Ich fange diesmal wieder mit der Sonne an. Mhm. Hallo? Dünn? Klein? Dick. Das ist der einzige, oder? Der jetzt so war. 20, okay. 50 Alu. Klein 36. Dünn 37. Oh, gut. Dann Ringlein, Ringlein. Am Fuße des Vogels gucken wir uns auch wieder an. Ja, wir sind immer noch bei der 95. In wunderbarem Grün. Oh, da scheppert die Kasse. Okay, hier ganz fies. Also wenn er horizontal drin liegt, 60 und vertikal. Ah, oh, Gemeinheit. Machen wir rund weiter, Mittelalter, Gürtelhaken. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ich hätte jetzt gesagt so bei 3. Na, 4. Ja. Knapp drunter. Knappe Nummer, dann wäre auch 3. 41 glatt. Rund machen wir weiter. Vom Pferd. Ja, hier wieder Zugführung. Dann spielen wir das Lied vom Feld. Ja, der darf echt nicht fehlen, Freunde. Ja, den findest du immer. Oh, glatte 36, das könntest du ja fast voraussagen. Das würde mich interessieren. Jetzt hole ich euch noch ein paar. Das würde mich jetzt echt interessieren. Einmal richtig, richtig schön verdellt. Okay, du kannst es nicht voraussagen. Und dann haben wir es einmal echt schön, richtig schön glatt. Tja, vorbei ist. Mit der Vorhersage. Ja, wie das Wetter. Ich räume das Ding gleich mal auf. Unglaublich. So, was haben wir noch? Römisch kann man noch machen. Hier wieder Fibel. Na? Machen wir römisch weiter. Nehmen wir hier wieder dicken Sesterz. Gucken wir uns auch mal den an. Der ist echt richtig dick. Oh, ey. Krass. Dann den Denar. Den gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Den guten Domitian. Ne? So schick. Er ist so schön. Meisterschön. Na, ja, so ein 60er hätte ich gesagt, oder? Gut.
Und dann machen wir da in Hüls le BMG. Einmal hochkant. Und jetzt bin ich gespannt. Das dachte ich mir nämlich. Je nach Auflagefläche, ne? Ja, echt witzig, ne? Ja, okay. Ja gut, weil halt hinten noch ein anderes Material mit drin ist. Gut. Weiter hätte ich gesagt, machen wir mit Silber. Machen wir die Maxl jetzt mal durch. Die Maxl. 5 verschiedene Jahrgänge. Ein und dieselbe Münze. Und jetzt gucken wir uns die Leitwerte an. Mal gucken, wie sich der Fischer da schlägt. 45. 36. 45. 41. 43. Und er zickt natürlich rum bei den patinierten abgebrochenen und bei den verdellten. Wobei der verdellte hier besser zur Geltung kommt, finde ich, wie bei den anderen Detektoren. Cool. Dann ballern wir jetzt die ganze Laternei Silber nochmal durch hier, gucken die Silberleitwerte an. Bisher ganz gut, oder? Der schlägt schon aus der Reihe. Wieder patiniert. Aber prinzipiell so ein 30er, oder? 40er kommt zu mal. Ja, alle so bei 3. Ja, 40. Wieder 3. Und 4. 4 waren jetzt beide die älteren. Gut, dann haben wir noch die halbe Mark. Die klingelt echt hoch. Ne? Also doch mal. Die halbe Mark. Brutal, wie die hoch klingelt. Im Vergleich zu den anderen Münzen. Und dann haben wir noch mal hier 20 Pfennig in Silber. Gucken wir uns den Marientaler nochmal an hier. Den dicken Oji, ne? Wo klingelt der? Der klingelt bei 3, hätte ich gesagt, und zwar bei 36. Okay, schon wieder verschätzt. Schön. 67, 66. Eher 66 bei 6. Gut. Wissen wir das auch. Dann noch ein bisschen Müll. Ja, ist gut. Ja, so schick. Schau, der Flip-Flop für den Ochs, der ist so dick. Da bricht das Display gleich zum Schleier. Erkennt er relativ gut. Sagt aber nicht Eisen. Also nicht zu viel Eisen. Zur Dose. Holte der aber aus. Nochmal Dose. Springt super hin und her. Nochmal Dose. Dann wieder der Eisenring, darf auch wieder nicht fehlen. Ja, da ist das Eisen schön raus. Außer er liegt gerade drin. Ah, sogar dann. Bisschen zusammengeknautschtes Alu generell. Oh, das ist gemein, oder? Also wenn du den nicht gräbst, du gräbst den. Definitiv gräbst du den. Was haben wir hier? Haben wir ein abgerocktes Schräubchen. Oh, nicht mal Müllton. Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Heute noch was vergisst. Ich glaube nicht, ja.
Ein Handy könnte man noch mal gucken, vielleicht. So Suchaufträge vielleicht. Das wäre noch eine Idee. Also nehmen wir spontan mal nochmal ein iPhone her als Beispiel. Das habe ich beim Simplex vergessen, aber ich denke, der würde auch so ganz relativ hoch klingen. Irgendwo 8, 9 hätte ich gesagt, ja? Ja, 9 sogar. Weil halt so viel Technikzeugs verbaut ist. Gut. Supi. Hätte ich gesagt, Schicht im Schacht. That's it, Fischer 44. Einmal durch. So, Freunde, dann mal wieder aus die Maus. Diesmal Fischer F44. Leitwerttest an der Luft. Das habe ich wieder hingehalten, ne? Das muss ich doch nochmal anmachen. Ihr habt doch darauf gewartet, oder? Habt ihr darauf gewartet? Habt ihr. Und zwar, Gold ist dann noch die Frage gewesen, oder? So, wo ist er? Da ist er. Und Gold, gucken wir uns an. Gold hätte ich jetzt fast vergessen. Den schauen wir uns an. Ihr seid im Bilde, ne? Da ist die Kette. 750er Gold. Warum vergesse ich denn das einfach? Gibt's ja gar nicht. Okay. Ja. 24, 23. Gut. Wissen wir das, ja? Aber jetzt aber, aus die Maus. Gold, das wichtigste Dingens eines Schatzsuchers wird vergessen. Abgefahren. Ich höre auf zu quaken. Guti, nochmal vielen Dank an den Fritz, dass er mir das Gerät zur Verfügung gestellt und ausgeliehen hat. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass ihr mal so eine Übersicht über die ganzen Leitwerte von dem Fischer F44 habt. Ein paar Materialien habt ihr ja gesehen. Natürlich kann ich nicht alles zeigen, weil alles werde ich niemals auf den Tisch packen können an Materialien. Aber also, jetzt habt ihr ungefähr einen Richtwert, wo, wann, wie, was klingelt. Aber halt an der Luft. Und an Lufttest, wie gesagt, habe ich in den letzten Videos schon gesagt, ist halt immer bestmögliche Umgebung, bestmögliche Voraussetzungen für Metall gefunden zu werden. Im Boden sieht es anders aus. Feucht, warm, kalt, nass, trocken. However, welcher Boden ist es? Also, die Kunde mehr. Lasst mir einfach ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Treasure Day. Macht's es gut. Immer gut von. Ciao.